Wo bin ich gerade? Da bin ich gerade, auf der Free 2024. Und ein Zuschauerwunsch, den mich bereits auf der CMT in Stuttgart erreicht hat. Und den wollen wir natürlich erfüllen. Und es gibt heute die Big Five. Erstmal High Five für dich. Hi. Klaus Buro, freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, schön, dass du da bist. Mir dieses mega Fahrzeug zu zeigen. Uns. Ja. Ich mache das ja immer im Namen der Camper. Ja, genau. Und da ist ein guter Querschnitt wichtig. Und dieses Fahrzeug hat schon ein bisschen Aufsehen erregt. Ja. Aber jetzt bist du dran. Was hast du da Schönes? Also das Schöne ist grundsätzlich mal, dass im Prinzip das Fahrzeug zwar etwas länger ist, aber der Radstand sich nicht verändert hat. Mhm. Also unsere Roman-Kunden brauchen sich nicht umzustellen. Der Radstand bleibt absolut gleich. Wir haben etwas Platz gewonnen durch die Schräge hier. Wir haben ja eine Schräge reingebaut. Ich sage mal, wie so eine Art Buckel hinten dran. Ja. Das macht es den Innenraum um 50 cm größer. Mhm. Und wir haben uns bei der Einrichtung ein bisschen was an unsere Wurzeln erinnert. Wir hatten mal einen Kastenwagen gebaut, das war der WIP 460. Und der hatte eine traumhafte Sitzgruppe hinten und die wollten wir wieder haben. Den kenne ich noch. Ja, die macht. Das war eine wunderschöne Einrichtung. Ja. Wir haben gesagt, das muss wieder her. Ich erinnere ganz kurz, weil du den Oman gerade angesprochen hast, da steht er nämlich gegenüber. Ist ja in der Kategorie ein Bestseller geworden. Kann man einfach absolut, mal so sagen. Absolut. Das ist der Allrounder. Mittlerweile sagen wir schon unser Kult-Oman, weil der ist echt kultig geworden. Und ja. Der macht nach wie vor so einen Spaß. Das ist so, ja, wie würde ich sagen, wie so eine Offroad-Rennsemmel. Richtig. Genau. Ja, der ist wirklich. Der kann überall hin und passt überall hin. Und total wendig, tolles Auto. Ich habe ihn jetzt weit über 20.000 Kilometer durch Afrika gefahren und habe mich bis auf einmal ganz kleines bisschen nie verlassen. Aber klasse Auto. Dann kannst du sagen, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, genau. Also ich hänge das Video, wir haben ja mal ein Video gemacht von dem, das hängt hier irgendwann mal rein. Das war da ein waren bisschen wir beide mehr. So fast 10 Jahre jünger, oder? Richtig, ja, so ungefähr, aber als Erinnerung daran. Und jetzt schauen wir uns den Big Five an. Ja. Warum hast du da schlaflose Nacht gehabt und hast du gesagt, nee, ich will da einen nachlegen, aber das geht mir noch ab. Was bewegt einen daran, so ein Oman nochmal ein Update zu liefern? Im Grunde ist es ja ein Update. Es ist ein Update, wobei es sind zwei Sachen völlig anders. Der Oman war absolut Schwerpunkt, super Offroad, super knackig, super klein. Mittlerweile bin ich etwas größer geworden. Okay. Nee, stimmt nicht. Gedacht, aber. Ich muss das ein bisschen anpassen und wollte es auch alles noch straighter haben, noch gerade viele Sachen, die ich gelernt habe auf meinen Touren, die wollte ich in dem Wagen umsetzen. Mhm. Wobei es das erste halbe Jahr fast nicht möglich war, ein Konzept zu finden, was besser ist wie der Oman. Der wird okay, ich versuche es auch gar nicht mehr, ich versuche es einfach nur anders. Und jetzt muss jeder selbst entscheiden, ob ihn das jetzt fällt oder nicht. Also, jetzt hat er echt die Qual der Wahl. Jetzt hat er echt die Qual der Wahl. Es wird ein Beruf. Ja, genau. Ich gehe mal drauf, ja, meine Frage, ich hatte Wasser, du hattest deinen Espresso. Gerade die Frage war, der wird jetzt auf Ford aufgebaut? Der wird auf Ford aufgebaut, ja. Weil er Sinn macht. Der Ford ist. Ja, der Ford ist nach wie vor ein super Auto. Und manchmal sage ich so scherzeshalber, die Amis können nicht viel, aber Pickup können sie. Und da stehe ich nach wie vor dazu. Man kann natürlich sagen, ein Toyota oder ein Tacoma oder da gibt es ja jede Menge, deren alle gut. Und dann sage ich immer, meine Erfahrung hat mir gezeigt, kaputt gehen sie alle irgendwann mal. Ja, ja, die Frage ist, wo kriege ich meine Ersatzteile her? Richtig. Und schon ist es relativ egal, was ich eigentlich für ein Auto drunter habe. Da bist du bei Ford schon gut bedient weltweit. Ja, man ist weltweit gut bedient. Es guckt kein Monteur, egal auf welchem Land man der Welt unterwegs ist, wie ein Schwein ins Uhrwerk. Ja, also die kennen sich mit dem Motor aus, Teile haben sie meistens nicht, aber die müssen absolut mal besorgen. Und der sieht auch schick aus. Ja, das gehört ja heutzutage schon dazu. Hast du schon gesehen, mittlerweile mega cool. Ja, ich habe den extra mal gezeigt, weil mich auch fasziniert hat. Und hat was. Es hat schon ein bisschen auch dieses Amerikanische im Kopf. Das sind halt immer die Urväter, wie du sagst, das Pickups. Und hat jetzt auch so modernes Zeug wie CarPlay drin. Mhm. Das heißt, ich kann meine Handynavigation aufs Armaturenbrett vorne spielen. Das hat schon was. Massiv. Ich habe deutlich mehr Raum vorne drin. Ja, ja, ich weiß, wie du gerade hier draußen guckst. Wir haben jetzt hier auch so eine schöne Reling außen ringsrum hingebaut. Man kann an jeder Ecke ein Sonnensegel reinziehen, mhm, was man da auch ganz rund machen kann.
Die Solaranlage ist vorne jetzt mit dem Alublech abgedeckt. Die seht man hier ganz hier unten los, genau da drunter ist die Solaranlage. Cool. Wir können auch keine Äste runterrutschen und so. Hat da natürlich ein paar schöne, geile Strahler vorne dran. Das muss sein. Das muss sein. Das muss sein. Die sind aber während der Fahrt nicht erlaubt, normalerweise. Die sind nicht erlaubt, nein. Es gibt manche Länder, da muss man sogar abkleben. Aber in der Regel sagt keiner was. Ja, wenn du in dem Gebiet, wo du gerne unterwegs bist, da fahren auch wenige rum. Da fahren sehr wenige. Aber es werden auch immer mehr, gell? Also. Du bist ja ein echter Weltreisender, es verdichtet sich schon auf der ganzen Welt an Campern also im weitesten Sinne. Also es ist so, wenn man da unterwegs ist, wo ganz ab vom Schuss in Namibia zum Beispiel, da ist es noch so, man freut sich, wenn man einen trifft, so aller 14 Tage. Man hält an und spricht miteinander, man fährt nicht weiter. Das, so ist es da schon noch. Und man darf nicht so viel Werbung machen, da treffe ich ja zu viele Leute. Ja, dann triffst du ein paar Omans oder Big Five in Zukunft. Ich bleibe jetzt da gleich mal hängen, weil ich habe noch nicht hingeguckt vorher. Ich war auch noch nicht drin, ich lasse mich da immer überraschen. Aber das ist ja... Da ist das Auto dabei, ne? Ich wollte jetzt mal gerade sagen, natürlich ist es kein Schnäppchen, also ja, auch auf YouTube aufpassen. Es sind 150.000 Euro, aber da habe ich schon andere Sachen gesehen. Ja. Kriegst ja richtig was dafür. Ja, eben. Muss bedenken, bei mir arbeiten zwei Schreinermeister. Das ist wirklich Schreinermeisterarbeit. Also, und die brauchen da ihre Zeit für. Es ist schon, und dann ist Victron-Technik drin und riesen Ladewandler, Lithium-Batterien und Offroad-Bereifung. Ja. Und also, da bei dem Preis kann der Abenteuer schon losgehen. Also, es ist schon das ist eine schon coole okay. Geschichte. Hätte ich jetzt nicht geschätzt, ehrlich. Ich muss dich ja hier nicht anschleimen. Ich sag's mal so, wie es ist, aber auch vor den Zuschauern. Aber da bin ich echt überrascht. Ich hätte es um 50.000 Euro mehr geschätzt. Schau mal, was wir hier haben, die gibt's leider noch nicht, weil der Wagen ist noch so neu. Ja. Das wären alles Klappen, also Kofferklappe. Schauen wir mal rüber, haben wir das Gleiche. Hier haben wir eine wunderschöne große Kofferklappe. Ja. Und dann, was ist bei den Big Five zum allerersten Mal gemacht wird, ist diese Klappe. Ja. Diese Klappe ist eine reine Wartungsklappe. Dahinter ist nur Technik. Ja. Also kein Stauraum, sondern nur Technik zum Reparieren. Mhm. Man kommt überall in Stehhöhe hin, kann sein Sonnensegel hier auf diese Seite auch einziehen, dass man, wenn es mal weglaufen genau. Arbeiten kann. Ja, kannst du wechseln. Eventuell soll ich noch was dazu erwähnen. Wir bauen hier zum ersten Mal, die habe ich auf einer Reise entdeckt, die Heizung in Amerika, die Timberland-Heizung ein. Ein mega cooles Gerät, aber ich glaube, das ist ein extra Video. Mir sagt es schon was, ich kenne die Hintergründe ein bisschen von Timberland. Ja, super. Ja. Die Heizung ist, die wird den Markt umkrempeln. Wir schwärmen alle davon. Schöne Grüße an denjenigen, der weiß schon. Ja. Der guckt auch immer die Videos. Ja. Also ich habe jetzt die ersten drei, habe ich vorhin von DHL eine Info bekommen. Ich bekomme eine Benzin- und zwei Dieselheizung. Geil. Ja, das wird, wie du sagst, den Markt umkrempeln. Ja, wartet da mal ab, da kommt einiges. Da bist du einer der Ersten, der jetzt verbaut. Also das war Zufall, weil ich es halt gesehen habe. Auf einer Messe in Phoenix, da ist eine Offroad-Messe. Mhm. Und ich denke, das habe ich immer gesucht. Perfekt. Und was haben wir natürlich? Eine Hecksitzgruppe im weitesten Sinne. Also komm, lass uns mal rein. Komm, geh mal rein. Ich gehe vor. Okay. Geh doch vor. Natürlich gibt es hier auch die... Stufen, die herkömmlichen, aber auf der Messe macht man sich ein bisschen leichter wegen Trittsicherheit. Also wirklich Erwachsene hier zu dritt und so. Ja. Mit Erwachsenen meine ich so ab 180 Kilo. Man musste auch ein bisschen auf Safety gucken. Ja. Da ist ja einiges los. Ich habe es gesehen, ich habe dir gestern nur gewunken. Du bist ja immer aktiv im Fahrzeug mit einer Leidenschaft. Und das seit wie vielen Jahren baust du Fahrzeuge aus? 21. Mai 1983. Also alter Hase ist bei dir nicht beleidigend, das ist okay, was alt nimmst zurück. Ein Ritterschlag. Wow. Also man kennt dich, Fuhrhof ist in der Branche einfach immer schon. Ich habe gerade vorhin erzählt, ich hatte mal einen Gebrauchten verkauft von dir vor ein paar Jahren. Mhm. Ein Mercedes, kannst du dich auch noch erinnern, Sonderanfertigung oder so. Ja, dieses wirklich schöne, große Teil. Und den Besitzer in Hannover neulich getroffen, der liebt das Auto, der steht in der Garage und ist nur unterwegs, wenn er nicht steht. Echt geil. Immer wieder fällt mir über deinen Namen. Also was wir hier gemacht haben, so an... Erstmal ist es natürlich erstmal echt mega gemütlich. Dann, was sich aber verändert hat, was ich also ganz wichtig finde, wir haben alle Schränke
hinterlüftet aufgehangen. Also es ist jetzt hier nicht nur so eine Messe, Lichtgag, sondern es hat wirklich Funktion. Die Schränke hängen völlig freischwebend, ja, sind komplett durchbelüftet. Das heißt, da haben wir das Problem mit Kälte. Das ist jetzt, das Thema ist jetzt wirklich endgültig durch. Wir haben zwei feste Punkte, die man wo die Möbel verschraubt sind, dass sie auch nicht runterfallen. Die Möbel haben jetzt dann alle Rückwände und dadurch kann man das hinterlüften. Ist etwas aufwendiger, aber es bringt echt viel. Ja, ja. Und man kann natürlich auch hier diese Beleuchtung so machen, um das optisch noch ein bisschen rauszubringen. Ja, natürlich. Das ist super schön gemacht. Der Tisch ist aus dem Oman, klar. Da haben wir jetzt nur einen Tischfuß verpasst, weil die einfach zu groß jetzt ist. Das ist halt, es ist ja schon fast eine Tafel, aber ich brauche die Stabilität. Farblich bist du komplett flexibel, oder? Wenn der Kunde hier was möchte, oder sagst du schon? Also es ist so Polster, gar kein Thema, bin ich flexibel. Mhm. Beim Holz ist es so, dafür sind wir zu klein, dass wir viele Maße machen können. Auch. Weil unser Holz ist zum Großteil kein Holz. Mhm. Zum Großteil ist das ein PU-Schaum mit einer Beschichtung, der super leicht ist. Ist extrem aufwendig zu verarbeiten. Ja. Extrem teuer, und wenn wir uns da zwei, drei Sorten auf Lager legen würden, nee, das rechnet sich nicht. Dann würde der Preis auch nicht mehr klappen. Nein, das wird hinten vorne nicht mehr klappen. Ja. Und das Lager haben wir gar nicht. Also, wir haben den Raum gar nicht. Ja, ja, also, klar. Also, es ist ja keine Massenfertigung. Nein, ganz sicher nicht. Toll gemacht. Also, hier kannst du natürlich Bettchen bauen. Ja, das Bett bauen, wie man es kennt, wie damals unser Ausdom 460er hier. Das kann man jetzt auch wirklich wieder ganz rüberschieben. Mhm. Wie im Oman. Es hat sich wahnsinnig bewährt. Man kommt toll an die Staukästen hin. Ja. Muss halt dann, wenn man da steht, hier den, um das bitte stabiler zu machen, hier runterklappen. So, dann ist wieder stabil. Gerade gesagt, Bettchen bauen, das ist ein richtiges großes Bett. Hat also 1,40 Meter hier. Ja. Und hier kann man noch schauen, das kann sich auch ausklappen. Ja. Legst dann Polster drauf, dann ist es hier diese Fläche. Also, das ist schon toll. Wow. Also es ist mehr wie ein Kinderbett. Ja. Jo, was natürlich auch mega cool ist, ist unsere Küche. Das war auch so ein Traum von mir. Die Oman-Küche ist schon groß, aber das hier ist natürlich jetzt der Oberknaller. Also. Ja. Also ich habe momentan einen 57 Teile integriert. Ja, ja. Meine Küche ist die Hälfte. Super. Aber beim Raumgefühl habe ich das Gefühl, dass mein Auto die Hälfte ist. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Wir haben hier einige Tricks eingebaut. Hier die Rückwand. Ja. Auf der anderen Seite ist ein Badezimmerschrank. Aha. Der Badezimmerschrank trägt auch nur so viel nach im Bad auf, ja, geht aber durch diese Wand hier durch bis hierhin. Dadurch habe ich zwei kleine Schränke, aber ein Badezimmer und einen großen Schrank. Dann, wie geil ist das denn? Ich gehe da mal ums Eck, dass ihr das von der anderen Seite her seht. Und dann, was natürlich auch wirklich klasse ist, wir hatten im Oman, haben wir immer diese Tür gehabt. Diese Tür ist wirklich extrem wertig, richtig toll. Auf meinen Reisen stand sie dann immer irgendwie im Weg. Aber das kann es jetzt auch nicht sein. Qualität ja, aber praktisch ist schon noch was anderes. Deswegen haben wir jetzt diese Tür hier entwickelt, die auch total wertig ist. Hier kommt noch ein runder amerikanischer Aber Griffel. Null aufträgt nach innen. Null. Und hier so, zack. Da hast du ja maximal 5 cm, die jetzt noch rübersteht. Genau. Max, wenn überhaupt. Und hier haben wir das Waschbecken zu schieben. Ja, geht eben. Hier nicht, weil das wird hier stören. Deswegen haben wir hier das Klo zum Schieben, was mir hier rausfährt. Ja. Wenn man es braucht, lässt man es raus. Eigentlich wäre es auch so okay, aber so finde ich es halt noch ein Tick schöner. Wie flexibel seid ihr in Richtung Toilette? Geht ihr da auf Wünsche ein oder ist wirklich das also schon die Lösung? So, solange es ein Trennklo ist, ohne Chemie und ohne Plastikfolie verschweißt und neue Chemie dazu packen, bin ich zu allem offen. Ja. Aber ich werde, obwohl ich gerne verkaufe, aber wenn ein Kunde kommt und sagt, wir werden Chemieklo haben, würde ich mein Auto nicht verkaufen. Weil ich sehe nicht ein, dass das passt nicht zusammen. Gegen der Welt fahren und dann. Nein, das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Also Trenntoilette ist schon die beste Lösung. Nein, das geht gar nicht. Ja, das muss sich ja irgendwo von der Philosophie und von der Verträglichkeit ausgehen. Das geht. Dann habe ich hier wieder wie immer meine Riesenschubladen. Ja. Auch Strumpf, Gasfeuerpiste, Induktion quasi. Also das ist ja wichtig. Wir kochen elektrisch gut, man kann Gas haben. Mhm. Ich bin aber kein so Freund mehr, auch wenn das hier relativ kompliziert ist, aber man tut sich leichter beim Verschiffen. Mhm. So auf der Rennstrecke Halifax zum Beispiel, Vakuumpumpen und ich finde, das ist auch nicht mehr die Zeit. Ja. Und dann kommt später noch eine Außenküche hin, die fehlt jetzt noch.
Und da ist natürlich Elektrikkochen auch viel besser, weil dem interessiert den Wind nicht, Elektrikkocher. Ja, also ja, ja, Camping zurück zu den Wurzeln, aber Elektrikkochen trotzdem. Nee, klar, du hast da ausreichend Power, ich habe es in der Auszeichnung gesehen. Also wir können bis 630 Ampere Lithium-Batterien, also da schließe ich das Haus am Auto an, nicht umgedreht. Ja, ja, eben, genau, da geht was. Ja, da geht was. Auch hier natürlich hier unsere schönen Stauräume hier. Dann habe ich hier noch einen kleinen Stauraum, habe ich sie bewusst auf unsere Dachstockkästen verzichtet, weil ich so gerne lese morgens im Bett und so. Da kann man sich da so schön anlehnen. Und dann ist da eine schöne Sichtachse dadurch. Ja, genau. Das ist noch ein bisschen relaxter morgens. Also wie weit ist jetzt die Kabine allgemein, Außenmaße? 2,14 Meter, genau. 2,14 Meter. Also eigentlich ist es 2,10 Meter, komme ich immer wieder in die Deckung. Da geht, dann halte ich mir die Zuschauer nur mit die Kamera rein. Ja, da hast du natürlich die Möglichkeit, so ein Riesenbett zu bauen. Das ist ja 1,40 Meter auf 2,02 Meter. Ja. Durchstieg kommt natürlich auch wieder rein. Habe ich erwähnt, aber noch nicht, weil unsere Werkzeugmacher die Form von der Verkleidung noch nicht fertig haben. Ja, ja. Dafür war einfach die Zeit zu kurz. Schön gemacht, ja. Das hat was. Wie gesagt, das Gesamtpaket ist echt der Hammer. Komm, wir können uns mal hinsetzen, da sitzt man schön gemütlich. Was? Und jetzt kommt natürlich, was unschlagbar ist, die Aussicht hier. Ja. Also da muss ich nicht unbedingt nach Afrika fahren. Ich fände das zum Beispiel jetzt ist sogar auf der Messe ich free das interessant. Wirklich, ja. Siehst du die Bulle Show gegenüber, kannst du gucken. Ja, genau, komm, den haben wir da. Hallo. Kaffee gegenüber. Ja. Das hat doch was, oder? Das hat doch was. Hinten die Wand müssen wir uns ein bisschen anstreichen, schon wäre alles gut, ne? Und einen Löwen durchschicken, genau. Ab und zu, wenigstens einen im Kostüm. Oder? Ne, das ist wirklich toll. Ich beobachte es auch immer, wenn ich vorbeigehe. Ich bin ja ständig in der Rotation auf der Messe, was hier los ist. Und ich sehe es auch, die Messe hat noch gar nicht angefangen und schon strömen die Leute wieder rein. Aber das ist wirklich toll zu sehen. Kompressorkühlschrankkamera, ja, vollkommen klar. Ja, und das ist dieser Dometic, aber ich glaube, den kennt mittlerweile jeder. Ja. Aber also rechts, für alle, die Bewegungsmuffel, man kommt hier super hin. Und wenn ich dann abends mal wirklich gut gemütlich in meiner Sitzgruppe sitze, brauchst du gar nicht mehr aufstehen. Nicht mehr aufstehen. Ganz wichtig. Ja. Also das ist wirklich ein Sensationspaket. Kann man echt sagen. Schön. Von den Farben her, wirst du den so in der Hauptsache mal anbieten oder kann der Kunde auf uns sagen, ich hätte den gern lieber blassblau? Also es ist so, wir hatten ja früher beim Oman, hatten wir alle Farben. Und, und ich sage immer, wir haben ja einen Aufsichtsrat. Und unsere öffentlichen Medien, also Facebook-Gruppen und so, das ist immer unser Aufsichtsrat. Und wir haben manchmal unerklärliche Probleme, die auch keiner wirklich versteht. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde meinetwegen, keine Ahnung, einen blauen haben wollte oder einen weißen, und der kauft das Auto und ein halbes Jahr später kommt einer, der einen grünen haben will. Blöderweise kommt der Grüne sofort und der Weiße gar nicht. Oder ein Jahr später und dann kriegt der später bestellt sein Auto früher. Und dann ist natürlich Polen offen. Da sagt er, warte mal, ich habe es früh bestellt. Deswegen muss man das ein bisschen reduzieren. Wir haben jetzt drei Farben, also weiß, dieses Grau, was wir gesehen haben, und so eine, ich sag's jetzt mal, so ein schwaches Gold. Heißt zwar anders, aber es ist eher für mich so ein bisschen wie Gold, so Sandfarben. Ich finde das schick. Ich finde es auch total schick. Oder eben, was wir auch machen, das ist auch von meinen Reisen her, weil die Fahrzeuge halt gern verkratzen, wenn man so Spüche durchfährt. Oder sag ich mir, das Giraffenfutter, diese spitzen Nadeln, die machen schon viel kaputt. Da haben wir diese Naviton-Lackierung so wie da drüben. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das jetzt vom Preis her dafür steht. Das ist wahnsinnig aufwendig. Ja. Also, und dieses Naviton bieten wir natürlich in jeder Rahlfarbe an. Ist wahnsinnig stabil. Aber ist auch genauso wahnsinnig teuer. Das sind 13 aber Schichten, also es ist sehr, sehr aufwendig. Ich weiß, wie die Zuschauer reagieren und sagen, was kann man hier? Ich greife den Fragen ein bisschen vorweg und dann hört man gleich die richtige Meinung dazu. Da hast du recht. Ja, das ist schon. Das macht schon was hier. Ein Jahr Durchhärtezeit. Nach einem Jahr, also ich habe da vom Martin aus dem Explorer mal gehört, er so nach der 13. Schicht hat er dann geschrieben, jetzt ist er, glaube ich, Kugelsicherheit. Ja, da ist schon ordentlich was drauf. Ja, es ist schon. Aber es ist halt. Man kann nur mit Folierung einiges machen, Metallfolierung. Ja, mit Folierung kann man viel machen. Oder ja, also es ist. Ich glaube, es steht nicht dafür. Es sind irgendwo 20.000 Euro. Also es ist schon. Ist natürlich toll, aber. Ja, muss jeder entscheiden. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Also, aber wir haben es. Flexibel bist du. Wir haben es, genau. Danke fürs Herzeigen. Also, kurzer Teaser. Mich. Der Big Five.
Ihr könnt euch natürlich unten in die Video in der Videobeschreibung finden. Ganz fett heute Morgen. Ja. Da ist natürlich doch Kaffee nehmen sollte, deine doch nur einen zweiten. Deine Homepage drin und wendet euch mit allen Fragen vertrauensvoll an Burhof oder schreibt in die Kommentare. Ich gebe das natürlich weiter und ihr lest ab und zu mit. Haben wir immer so gemacht und schön. Viel Erfolg dir. Bleib gesund. Das ja, danke, das ist das Wichtigste. Ne? Und schöne Grüße an die nächste Fernreise in die nächsten Länder. Oh, ich bin schon wieder halb unterwegs. Ja, ich möchte es gar nicht wissen, wir wollen es gar nicht wissen. Aber das Schöne ist bei dir, du baust die nicht nur in der Werkstatt und kommst nie raus aus deinem Landkreis, sondern du machst es wirklich seit Jahren so, dass du das Zeug auch testest. Das ist bayerisch, darf man schon mal sagen. Das kann man schon mal sagen. Und ja, als nächstes kommt der Big Five nach Afrika und da freue ich mich schon tierisch drauf. Schick uns ein paar Bilder. Mach ich. Klaus? Also, ciao. Danke dir, servus und euch eine schöne Zeit. Bleibt dran und schaut wieder rein beim Camper Tobi. Ciao, ciao. Ciao.